Schön, dass du hier mit dabei bist bei deinem Podcast Selbstbewusstsein, Sex Appeal und Charisma to go. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich freue mich riesig, jetzt mit dir Zeit zu verbringen. Mein Name ist Nicole Davido und ich bin Live- und Beziehungscoach, Expertin im Thema Manifestation. Und heute, ja, kommt meine Geburtsgeschichte. Es kommt die Geburt, die, wie ich sie mir manifestiert habe. Und ich freue mich so sehr, diese Episode jetzt endlich mit dir zu teilen. Meine großartige, wunderschöne Tochter ist vor ein paar Wochen geboren. Ich bin eigentlich mehr oder weniger noch so im Wochenbettmodus. Und sie schläft jetzt auch hier gerade. Es ist so schön, sie hier bei mir zu haben und endlich nach so langem Warten und nach so einer sehr intensiven Schwangerschaft. Und ja, wie gesagt, ich hatte ja auch im Podcast oft darüber gesprochen. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe so eine kleine Coachin in meinem Bauch, also weil ich schon zu viele krasse Erkenntnisse hatte und Durchbrüche und ja, und die Geburt war irgendwie so dann so das Crème de la Crème, also wie sie dann quasi ja bei mir zu Hause im Garten auf die Welt kam. Und ja, das war eine unfassbare, transformierende, intensive Erfahrung. Und auch jetzt das Ganze einfach nochmal durchzuspielen, auch nochmal ein paar Videos angeschaut, wir haben auch ein paar Videos gedreht und so, das ist echt, also wow, da kann uns keiner drauf vorbereiten. Auf eine Geburt kann uns keiner drauf vorbereiten und auch aufs Mama werden kann uns keiner vorbereiten. Und das ist etwas, was unglaublich schön ist und auch so verletzend. Also ich glaube, ab jetzt bin ich so bei dem verletzlichsten Ort ever angekommen. Man hat viel mehr Sorgen, ja, so viel Dinge, die man auf einmal hinterfragt, Entscheidungen, die man treffen muss. Und ja, da gilt so sehr der Zugang zur eigenen Intuition. Eine Sache, die ich gelernt habe durch die Geburt, ist es, wow, so wenn ich oder wenn wir Frauen uns erlauben, uns wirklich mit unserer Intuition zu verbinden, dann sind wir unschlagbar, dann sind wir so machtvoll und so schöpferisch und so unglaublich. Und ich glaube, dass die weibliche Energie und dieser weibliche Zugang zur Intuition, wir können damit so viel heilen in dieser Welt. Und wir brauchen auch, vor allem jetzt mit allem, was gerade los ist in der Welt, wir brauchen mehr Frauen vorne, ja, vorne. Und die in der Politik sind, die in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, die überall in den Großpositionen unterwegs sind, weil das ist einfach so diese Verbundenheit, ja, zur göttlichen Weisheit. Und das ist meiner Meinung nach, was wir brauchen, um diese Welt auch zu heilen. Ja. Also von daher, ja, das war einfach auch so eine Quintessenz für mich. Und diese Geburt war dieses, Nicole, wenn du dich connectest mit, ja, mit dem, was dich Frau sein lässt, ja, und was dich wirklich, was dich zu diesem Universum macht, was du da auch quasi in dir trägst in diesen 10 Monaten, dann kann dir gar niemand irgendetwas, ja, und das, deswegen, also es ist die Zeit der Frauen. Und ja, ich hoffe sehr, dass ich dich mit dieser Geburtsgeschichte auch ein bisschen inspirieren kann und dich auch an deine weibliche Power erinnern kann. Und auch wenn du nicht so eine Geburt hattest, wie ich sie jetzt hatte oder so, oder vielleicht auch gar keine Kinder hast und gar keine Kinder willst, vielleicht, das hat gar nichts damit zu tun. Ja, jeder ist eine Mutter auf seine Art und Weise. Es muss nicht unbedingt der ganz typische Geburtsprozess oder Schwangerschaftsprozess sein, sondern ja, du alleine als Frau bist so unglaublich machtvoll und schöpferisch. Und deswegen freue ich mich jetzt, diese Geschichte mit dir zu teilen. Und freue mich natürlich auch von dir zu hören. Also schreib mir gerne bei @NicoleDavido bei Instagram. Und teile mir gerne deine Meinung oder deine Erkenntnisse von dieser Folge. Ich würde sagen, jetzt geht's aber erstmal los. Und ich wünsche dir viele, ja, viele kraftvolle Erkenntnisse. Bis gleich. So, ich freue mich riesig, diese Podcast-Episode jetzt mit dir zu teilen. Ich sitze hier in meinem neuen Podcast-Studio, mein Schlafzimmer. Sydney Lou, meine Kleine, schläft hinter mir. Vielleicht hörst du sie manchmal, weil die neugeborenen Babys, die sind ziemlich laut beim Schlafen. Das wusste ich auch nicht, aber ja, das liegt daran, dass die, wenn die in so einen Tiefschlaf kommen, so REM-Phase, dass das ziemlich laut ist und ganz, ganz oft gehen dann Mütter rüber und heben die Babys hoch, weil sie denken, die sind wach und eigentlich sind sie in der Tiefschlafphase. Habe ich jetzt alles gelernt, weil du kannst dir vorstellen, in den letzten Wochen habe ich mich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe einen
neugeborenes Baby und da gibt es viele YouTube-Videos, Instagram-Kanäle und so weiter. Manchmal bin ich nicht ganz sicher, ob das nur gut ist, ja. Manchmal denke ich auch so, hey, mal aufhören damit und lieber mit der eigentlichen Intuition sich verbinden. Das habe ich dann auch zwischenzeitlich dann mal das Handy weggelegt. Und ja, jetzt bin ich hier und ich freue mich, mit dir diese Podcast-Episode zu teilen, weil ich werde mit dir teilen, wie ich mir meine Traumgeburt, meine Hausgeburt manifestiert habe, meine Geburt manifestiert habe. Ich weiß nicht, ob ich das Wort Traumgeburt, weil gibt es sowas überhaupt wie eine Traumgeburt, ja? Das ist für mich ja so ein bisschen fragwürdig, weil ich dachte dann so, ha, perfekt war es ja auch nicht. Und ich meine, was ist ja schon perfekt? Also perfekt für mich vielleicht, aber ja, keine Ahnung. Ich war noch nicht so ganz sicher über den Podcast-Titel, wie du hörst. Aber es ist auf jeden Fall die Geburt gewesen, wie ich mir sie vorgestellt habe und wie ich auch ja meine eigenen Manifestationsskills angewandt habe in den letzten Monaten, um auch wirklich das für mich zu ermöglichen, ja. Und ich weiß, wie ich auch immer sage, dass der Manifestationsprozess ja auch etwas ist, was ja wir trotzdem nicht ganz eine Kontrolle drüber haben. Ja, also das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil wenn du jetzt irgendwie eine traumatische Geburt hattest mit deinem Kind, dann möchte ich nicht, dass du jetzt an dir und deinen Manifestationsskills irgendwie zweifelst, sondern ich will einfach, dass du darin dann auch den Sinn erkennst oder der ganzen Erfahrung auch einen Sinn gibst. Für mich persönlich war dieses Thema riesig in den letzten Monaten. Das hast du vielleicht mitbekommen, wenn du meinen Podcast auch schon länger hörst. Ich habe mir vom tiefsten Herzen gewünscht, dass ich eine ungestörte Geburt habe, ohne irgendwelche Einwände. Und Einwände bedeutet für mich auch in ein Auto steigen und irgendwo hinfahren und fremde Gesichter und irgendwelche Lichter und piepende Geräusche von Krankenhäusern halt. Das war für mich einfach keine Option oder das wollte ich von ganzem Herzen nicht. Und da ich ja auch in Namibia lebe, war das einfach auch wirklich eine richtige Abenteuerreise, das zu manifestieren, wie ich es mir letztendlich auch manifestiert habe. Diese Geburt hier zu Hause, die ich dir heute von vorne bis hinten erzählen werde, weil da kannst du dir richtig ein Popcorn rausholen. Weil das ist echt auf jeden Fall, ja, es ist auf jeden Fall eine wunderschöne Reise gewesen. Ich nenne es wirklich ganz bewusst eine Reise, weil es war auch eine Geburt, die war ja über 40 Stunden, wenn wir noch die Plazenta mit rein beziehen. Und ja, und es war absolut, absolut magisch und auch gleichzeitig unglaublich intensiv. Und ich freue mich so sehr, heute mit dir diese Journey zu teilen, ja. Ich möchte so ein bisschen über meinen persönlichen Manifestationsprozess sprechen, um mir das zu ermöglichen. Weißt du, erstmal, wenn wir uns irgendetwas manifestieren wollen, also ob es jetzt die Geburt ist, die wir irgendwie uns wünschen oder auch andere Dinge in unserem Leben, dann ist es erstmal ganz, ganz wichtig, ein ganz klares Bild davon zu haben. Und mir war das natürlich wichtig, wie ich eben schon erwähnt habe, wirklich zu Hause zu gebären und auch wirklich ungestört und außerhalb quasi dieses Systems namens medizinischen System. Das war einfach für mich wichtig. Wo das herkommt, weiß ich gar nicht. Ja, es ist nicht so, als ob ganz viele in meinem Umfeld das machen. Ganz im Gegenteil, die meisten Menschen, die ich kenne, die gehen ganz normal wie die meisten Menschen ins Krankenhaus. Das war schon immer etwas, was ich wollte. Also schon bevor ich überhaupt wusste, dass ich Kinder will, war für mich Hausgeburt interessant. Interessanterweise, ja, also ich weiß noch, als ich vor 10 Jahren zum Beispiel in einer meiner Wohnungen eingezogen bin in Berlin und da die Vormieter kennengelernt habe und dann habe ich noch so ein paar Möbel von denen abgekauft und so und dann meinte sie so ganz nebenbei so zu mir und übrigens meine Kinder sind alle hier im Wohnzimmer auf dem Boden zur Welt gekommen und ich fand das sofort cool und normal, ja, also ich weiß nicht, ob das mit meinem vorigen Leben zu tun hat, aber ich fand es normal, wo ja viele Menschen eigentlich eher so Hausgeburt eher abnormal finden, ja, sonst würden es ja auch mehr Menschen tun. Ja. Also viele Menschen sind ja so, Hausgeburt, nee, das ist mir zu risikoreich und was ist, wenn was schief geht und so weiter und so fort. Und diese Gedanken hatte ich gar nicht. Für mich war eher so, was sollte denn schief gehen? Wir sind Frauen, also sind wir nicht dafür gemacht, ja, zum Gebären, ja, also ich vertraue meinem Körper da 100%. Ich habe da immer schon meinen Körper, interessanterweise. Bei dem Thema habe ich meinem Körper vertraut, ja. Das heißt, das war für mich immer klar und ich weiß noch so vor 2 Jahren oder so, da habe ich mal mit Max gesprochen.
meinen Mann über das Thema Kinder kriegen und so. Und dann war irgendwie so die, kam so das Gespräch Geburt hoch. Und ich weiß noch, da war der beste Kumpel von meinem Mann gerade da aus Deutschland. Und da habe ich gesagt, also wenn es da bei uns soweit ist, dann machen wir auf jeden Fall eine Hausgeburt. Also habe ich ganz so klar gesagt. Und mein Mann, Max, der hat mich erstmal so angeguckt, als ob ich total spinnen, was? Nein. Und dann meinte noch der beste Kumpel von Max so, boah, das könnte ich mir nie verzeihen, wenn da was schief geht, so. Und das fand ich, und da war ich auch so ein bisschen getriggert, da war ich so, krass, aber warum würde man denn sofort davon ausgehen, dass irgendetwas schief geht, so? Also ist es nicht auch oft so, dass wenn so, keine Ahnung, Dinge im Außen stattfinden, wie, keine Ahnung, Lichter, fremde Gesichter, und Dinge, die halt einfach nicht quasi diesem natürlichen Prozess nachgehen, dass das auch gefährlich sein kann. Also das habe ich damals schon, bevor ich überhaupt irgendwas recherchiert habe, ne? Inzwischen weiß ich, dass ganz, ganz, ganz viel von den äußerlichen Interventionen, ja, was auch bedeutet, in einen anderen Ort zu gehen, fremde Gesichter zu sehen, ganz viel mit dem Hormonhaushalt machen. Also inzwischen weiß ich sogar, dass das sogar ein Fakt ist, dass das natürlich beeinflusst. Aber damals war das einfach nur für mich so einfach fragwürdig, warum Menschen so eine Angst haben vor Geburt. Und dann habe ich darüber auch viel nachgedacht und dachte mir so, ja gut, aber guck mal, wie wir groß werden. Ich meine, wie sieht denn Geburt aus in unserer Welt, in unserem Unterbewusstsein? So wie werden wir groß mit dem Bild von Geburt? Das ist immer in irgendeiner Form eine Frau, wo das Wasser dann auf einmal in irgendeinem Ort auf einmal platzt und dann auf einmal kommt der Krankenwagen angefahren und dann ist das ein riesengroßes Medical Emergency, ja, dann rennen die Ärzte durch die Gegend und alle sind halt quasi am Schreien und dann am Ende liegt die Frau da auf dem Rücken und presst und ist einfach nur im Schmerzen und schrecklich und dann ist das Baby da und die Ärzte und alle haben es gerettet und alle sind froh, dass es das Krankenhaus gibt, ja, und so sind wir groß geworden. Es ist nicht so, als ob wir uns Videos angeschaut haben von Frauen, die in ihrer Position, in ihrer Zeit, vielleicht mit wirklich auch wenig Licht, also so geboren haben, so wie damals, so ganz früher, ja, also wo Frauen ja wirklich in Höhlen gegangen sind, um dort zu gebären, ja. Und das ist ja wirklich auch so eine Sache, wo ich sagen muss, ich finde, das Bild von Geburt, das ist ein Scheißbild, was uns vermittelt wird und das ist auch einfach nicht korrekt. Und deswegen haben viele Frauen Angst vor Geburt und auch Angst vor ihrem eigenen Körper. Oder sie können sagen, sie vertrauen ihrem eigenen Körper nicht. Und da bin ich bin sehr kritisch über das System. Das hast du vielleicht über die letzten Monate auch mitbekommen, weil ich mich so mit diesem Thema beschäftigt habe, noch viel mehr, also wirklich noch viel mehr. Ich finde, dass Geburt, das ist quasi der erste Moment, wo wir auch unser Kind das ermöglichen, Sicherheit und Vertrauen zu erfahren, ja. Und wenn da aber im Außen schon so viel stattfindet und so viel Panik ist, und das ist in ganz vielen Fällen so, und ich sage nicht bei jedem Fall, und ich weiß auch, es gibt tolle Krankenhausgeburten, und ich will hier gar nichts pauschalisieren, aber in sehr, sehr, sehr vielen Fällen ist einfach meiner Meinung nach die Geburt keine medizinische Angelegenheit, aber sie wird eine gemacht. Und auch wir quasi setzen so den Blueprint für auch das Nervensystem unseres Kindes, ja. Das heißt, wenn von vornherein das Kind auch schon gehetzt wird, weil eingeleitet wird und dann mit Saugglocke und dann mit keiner Notkaiserschnitt, weil es zu lange dauert und so weiter und so fort und auch wieder hier. Ich weiß, das ist nicht immer so, aber in vielen Fällen ist es einfach so. Und da bin ich einfach extrem kritisch drüber. Und ich glaube mal, hier auch lebend in einem Land von Namibia war das mir noch wichtiger, nicht im Krankenhaus zu sein, weil wir hier eine Kaiserschnittsrate von 85 oder sowas Prozent haben, hoch, keine Ahnung, lass es 90%, irgendwie sowas, viel zu hoch. Hier kann man auch ganz entspannt seinen Kaiserschnitt planen, wenn man einfach sagt, ich habe Angst vor der Geburt, dann sagt der Arzt, na gut, komm, dann machen wir einen Kaiserschnitt und gut ist. Ohne aufzuklären, was auch ein Kaiserschnitt bedeutet. Also ein Kaiserschnitt ist in vielen Hinsichten, also nicht in vielen, aber in manchen Momenten auch echt notwendig. Und da bin ich auch echt dankbar für die moderne Medizin. Aber ich finde es absolut ekelhaft und schrecklich,
und das ist meine Meinung, einfach einen Kaiserschnitt zu planen, weil man sagt, oh, so natürliche Geburt, nee, oder im Englischen sagt man so, I'm too posh to push und solche Sachen. Und ich finde einfach, dass da die Ärzte auch aufklären sollten und sagen, hey, das sind die Vorteile vielleicht von einem Kaiserschnitt, aber das sind auch die Nachteile. Und genau dasselbe, was die Einleitung angeht, weil viele Frauen sagen dann so, oh, ich bin die 40. Woche, komm, wir leiten ein. Oder die Ärzte sagen, okay, komm, du bist jetzt 40. Woche, wir leiten ein, damit es einfach schneller geht und damit das irgendwie abgehandelt wird und das ist dann auch irgendwie ein Geschäft, was so richtig ja so abgehandelt wird. Und ja, von daher, I am not a Fan, wenn es da zu diesem System kommt. Ich bin da kritisch und ich werde mich da immer kritisch äußern, weil ich einfach unglaublich viel mich mit diesem Thema auch beschäftigt habe. So, jetzt komme ich aber mal zu meiner Manifestation und wie ich warum mir das so wichtig war, weißt du jetzt schon. Ich habe mich angefangen, unglaublich viel mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil da einfach dieser starke Sog war. Ich musste als erstes eine Hebamme manifestieren, die überhaupt eine Hausgeburt hier mit mir in Namibia macht, weil wir haben hier nicht so das Privileg wie in Deutschland. In Deutschland gibt es ja da viel mehr Optionen. Hier überhaupt nicht. Hier gibt es nur eine einzige Hebamme, die Hausgeburten macht. Die macht aber keine Erstgeburten mehr und mit der hatte ich sowieso keine tolle Chemie. Also von daher... So, dann habe ich mir, da werde ich jetzt aber gar nicht so drauf eingehen, weil da gibt es auch eine Podcast-Episode zu, es kommt genau so oder besser, kannst du dir super gerne anhören, die werde ich dir auch nochmal in den Shownotes verlinken, die Podcast-Episode, weil da werde ich dir erzählen, wie ich mir meine Hebamme manifestiert habe, wie ich sie letztendlich eingeflogen habe aus Österreich ja, das war natürlich für mich erstmal ein Moment der Dankbarkeit, dass ich überhaupt dieses Privileg habe, dass ich das konnte, jemanden einfliegen. Und gleichzeitig war einfach für mich das ganz, ganz klar, dass ich mich auch selber sehr darauf vorbereiten will, weil ich möchte einfach Bescheid wissen, wenn irgendwas ist in Form von, wenn irgendwas eine Variation von normal ist, also wenn irgendetwas nicht so läuft, wie man das vielleicht gelernt hat oder kennt von irgendwelchen anderen Geburtsgeschichten, von Krankenhaus, dass ich irgendwie Bescheid weiß, ne? Dinge wie zum Beispiel, was ist, wenn die Nabelschnur um den Hals ist oder. Also ich habe mich sehr viel weitergebildet. Ich habe Bücher gelesen, zum Beispiel von Sarah Schmidt, würde ich dir auch empfehlen, Alleingeburt, ja, großartiges Buch. Dann habe ich das Buch gelesen, Die Meisterin der Geburt. Ich habe jetzt leider gerade die Autorin vergessen, aber findest du sofort, wenn du es googelst. Ich habe das Buch gelesen, Birth Like a Feminist. Das war auch hammergut. Und erzählt halt auch so ein bisschen, ne, von der Geschichte, wie überhaupt das dazu kam, dass Geburten so medicalized wurden, also dass das so ein medizinischer Prozess wurde und ist sehr, sehr, sehr interessant, ist zum Teil auch extrem schockierend, weil das natürlich auch sehr, sehr, sehr viel so die Frauen auch klein hält und ich finde auch vor allen Dingen jetzt gerade, was passiert in der heutigen Zeit, wir brauchen Frauen in ihrer Größe, wir brauchen Frauen, die wissen, wie machtvoll und schöpferisch sie sind und das System, the Patriarchy, das Patriarchat, hat einfach die Tendenz, Frauen klein zu halten und das startet und beginnt mit der Geburt, meiner Meinung nach, ja. Und deswegen, ich habe mich mit diesem Thema auseinandergesetzt, mal wurde ich echt wütend, weil Frauen auch da einfach so viel Scheiß erzählt wird und in anderen Momenten war ich einfach auch so, Nicole, okay, das ist jetzt deine Chance für deine Tochter, einen ganz anderen Blueprint zu kreieren, eine ganz andere, ja, ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Energie mitzugeben von dem Moment, wo sie in diese Welt kommt, das ist jetzt deine Chance, auch wirklich deinem Körper zu vertrauen, deiner Intuition zu vertrauen. Und die war laut und die war, okay, das ist, wie ich es will. Ich will entweder eine Alleingeburt oder ich will eine Hausgeburt mit Hebamme, aber mit einer Hebamme auch, die mich lässt, die den physiologischen Geburtsprozess respektiert und wirklich auch erkennt, dass ich die Meisterin der Geburt bin und keiner die Geburt für mich macht. Ja? Ich habe mal diesen Spruch gelesen, we do birth how we do life, ja, und bei mir ist es immer ganz, ganz wichtig, dass ich selber Verantwortung übernehme für Dinge. Ich möchte nicht meine Verantwortung für mein Leben, für meine Geburt, für meine Beziehung, für meine Gesundheit an irgendjemand abgeben. Das ist meine Sache und deswegen war es mir persönlich so wichtig, diesen Manifestationsprozess extrem ernst zu nehmen und mich darauf dementsprechend vorzubereiten. Genau. Ich war fast die 42. Woche schwanger. Warte, ich nehme mal ganz kurz hier einen Schluck. Was ja auch
problematisch war. Also bei, ich glaube, in Deutschland wird ja ab der 42. Woche eingeleitet. In Namibia machen sie das ganz gerne schon ab der 40. oder ab spätestens der 41. Da hatte ich dann auch so ein paar Themen. Ich war auch noch mal beim Arzt, was auch unnötig war, meiner Meinung nach. Also einfach, weil da habe ich gemerkt, da ist mein Quatschi ganz laut geworden, weil wenn man ja natürlich länger das Baby im Bauch hat, da dann fühlt man die weniger. Ja, also dann kickt die weniger und so weiter. Und da hatte ich auch so einen Moment, wo mein Quatschi, also meine Angst extrem laut wurde. Da bin ich auch nochmal zum Arzt gegangen und das war dann auch so ein bisschen, dass er war, also mein Arzt wusste das übrigens überhaupt nicht mit der Hausgeburt, weil das hatte ich einmal ganz, ganz kurz erwähnt, ganz am Anfang meiner Schwangerschaft. Da habe ich dann direkt so einen Einlauf bekommen, wie ja, gefährlich das ist und so. Darauf hatte ich dann einfach keinen Bock. Also der dachte, glaube ich, bis zum Schluss, dass ich ihn irgendwann anrufe, aber dann, ich glaube, er hat sich's auch irgendwo gedacht, er kennt mich ja auch schon und ich mag ihn, ne? Das ist halt mein Frauenarzt, ich mag ihn wirklich. Also von all den Ärzten, die ich jetzt hier in Namibia kennengelernt habe, muss ich sagen, ist er noch der coolste und der auch so pro physiologische Geburt ist oder pro natürliche Geburt wenigstens. Aber das habe ich dann einfach irgendwann nicht mehr erwähnt und dann war ich halt irgendwann in der 41. Woche und bin dann nochmal hin und da war aber auch alles noch wunderbar. Und vor allen Dingen habe ich ihn da auch so gefragt, ich so, weil er hat da natürlich über Einleitungen und sowas gesprochen. Und da habe ich auch zu ihm mal gesagt, ich so, okay, warum wird eigentlich dann jetzt eingeleitet? Weil ich meine, guck mal, ich habe ja jetzt sogar noch mal so einen Check gemacht und alles ist ja super. Also da ist ja unglaublich viel Fruchtwasser, da ist ja unglaublich viel, also Platz noch, also ne, alles, was so geguckt werden kann. Und er meinte so, naja, das ist einfach Protokoll. That's just protocol. Like, das ist eigentlich egal, wie gut es dem Kind noch im Bauch geht. Also ein ab Tag XY, 7 Tage plus oder was auch immer, wird halt einfach eingeleitet, ja. Und das ist einfach für mich schon ein riesengroßes Problem, wo ich so bin so, hä? Nur weil das irgendwo mal irgendjemand beschlossen hat, also gesagt, okay, wir leiten dann und dann ein, aber das ist nicht individuell, weißt du? Und ich meine, so eine Einleitung, ich meine, es kann auch extrem dangerous sein, ja, gefährlich. Ich meine, super viele Einleitungen. Also erstmal ist einfach der Stoff, der da gespritzt wird bei so einer Einleitung oder genommen wird bei so einer Einleitung, ist einfach im meisten Fall Pitocin. Und Pitocin ist einfach eine synthetische Form von Oxytocin, welches auch die natürliche Produktion von Oxytocin von Mutter und Kind blockiert. Und Oxytocin ist das wichtigste Hormon im Geburtsprozess. Das heißt, ganz, ganz oft mit der Einleitung werden ja auch dann solche Dinge passieren wie die Saugglocke. Das führt dann ganz oft zu Infektionen oder es führt zum Notkaiserschnitt. Das Baby wird absolut, absolut gestresst. Dadurch gehen die Herztöne dann noch mehr nach unten. Das Baby ist auch einfach noch nicht bereit. Das heißt, in ganz, ganz, ganz vielen Hinsichten, meiner Meinung nach, wird damit dem Baby suggeriert von vornherein, du bist nicht gut genug, du bist nicht gut, so wie du bist und du darfst auch selber nicht entscheiden, wann du auf diese Welt kommen willst und wann du diesen natürlichen hormonellen Prozess startest, weil das tut ja dein Baby, ja, und in deinem Bauch. Und das ist ja schon für mich persönlich das erste große Problem, wo ich so bin, so, können wir mal bitte nicht das Leben dieses Kindes damit beginnen, dass es irgendwie nicht richtig ist oder dass es irgendwas falsch ist, ne? Und dann gibt's ja solche Sachen wie, die Plazenta, die verkalkt und die altert und so ein Kram, ja? Und auch hier wieder, also ich bin immer ein großer Fan davon, wenn dir, und deswegen sag dir das einfach jetzt, ja, weil wenn dir so etwas ein Arzt erzählt, ich möchte dich einfach nur bitten, nach Research zu fragen. Frag diesem Arzt oder deiner Hebamme oder wer auch immer dir das erzählt, dass die dir bitte einfach fundierten Beweis geben. Also wirklich mal, also Artikel, Studien, die beweisen, dass die Plazenta wirklich verkalkt und veraltert. Weil ich kann dir auf jeden Fall von der anderen Seite Studien und so weiter geben, dass das Quatsch ist. Ja, also weil das war auch so eine Sache, dass, weil ich es natürlich mir dann immer wieder gesagt wurde, ja, die Plazenta, die altert und so weiter, du bist jetzt fast bei 42 Wochen, Nicole. Und ich war so, gib mir dafür Beweise, cool, weil ich habe
also andere Seite, ne, die Beweise habe ich auf jeden Fall, dass das absolut, dass irgendjemand das mal in die Welt gebracht hat und dass wir das jetzt alle glauben und deswegen wird so eine Einleitung findet dann statt und die und es werden nicht wird nicht aufgeklärt, was so eine Einleitung auch bedeuten kann und deswegen I'm sorry. Nein, ja, also ich finde sowieso bei allem, was dir Ärzte erzählen oder was dir deine Hebamme erzählt, frag bitte einfach danach, dass du das selber auch nochmal nachlesen kannst, dass du dazu einfach Studien sehen möchtest, weil dir das wichtig ist. Weil dann kannst du auch deine eigenen Entscheidungen treffen. Und ich glaube halt in dem Schwangerschaftsprozess und auch wenn du dein Baby hast, du musst so viele eigene Entscheidungen treffen, weil jeder wird dir was anderes sagen und jeder kommt aus seiner Perspektive, aus seiner ganzen, aus seinem Universum. Und ich glaube, es gibt keine Zeit, wo es wichtiger ist, mit der Intuition verbunden zu sein, als in diesem Prozess und vor allen Dingen dann auch in der Geburt, wie das bei mir auch war, genau. Also so habe ich den Manifestationsprozess gestartet. Ne? Ich wusste genau, was ich wollte. Ich habe das auch ganz genau aufgeschrieben, also meine Geburt, wie ich sie mir quasi im Best-Case-Szenario vorstelle. Ja? Dazu habe ich aber auch mal eine Podcast-Episode gemacht, Manifestation, das unvorhersehbare Planen, weil ne, da hatte ich das einmal so aufgeschrieben, wirklich von dem Moment, wo die ersten Wellen kommen, bis zu dem Moment, wo Sydney da ist. Und natürlich kam es nicht genauso, wie ich es mir aufgeschrieben habe, aber es war auf jeden Fall ähnlich und deswegen ist es wichtig, so eine klare Absicht zu setzen. Ja. Okay, also ich war bei fast 42 Wochen. Ich bin den Abend noch mit Max auf ein Date Night gegangen. Wir haben noch mal lecker im Restaurant gegessen. Dann sind wir schlafen gegangen. Das war Mittwochabend und Donnerstag früh quasi, also Mittwochnacht, also Donnerstag früh um 2.22 Uhr. Kam auf einmal so diese erste Welle. Also man denkt, weiß immer nicht so, wann geht's eigentlich los? Ja, und das habe ich auch so oft meine Doula und so gefragt. Ich so, wann es losgeht? Weil man fühlt ja auch vorher schon, vor allem wenn man so fast 42 Wochen ist, man spürt ja einiges so immer mal wieder. Und dann war ich so, oh, fängt's jetzt an? Und meine Doula hat immer zu mir gesagt, Nicole, wenn's losgeht, du wirst es wissen. Und ja, in dem Moment, ich wurde wach, ich habe auf meine Uhr geschaut, es war 2.22 Uhr und ich wusste einfach, es geht los. Und ich wollte dann auf einmal einfach alleine sein. Das war einfach für mich so ein ganz, ganz, ganz starker Impuls, das Schlafzimmer für mich zu haben und einfach alleine zu sein, die Nachttischlampe anzumachen, wenn ich das möchte und so weiter. Also habe ich Max wach gemacht und habe den gefragt, ob der bitte nach unten geht ins Gästezimmer, weil es geht los und ich brauche meine Ruhe oder ich brauche diesen Moment für mich. Ich meine, ich habe auch zu Max direkt gesagt, du, das ist ganz sanft und ganz ruhig. Also das geht jetzt langsam los. Also keine Panik auf der Titanic. Nein, wir müssen noch nicht die Hebamme anrufen oder irgendwie Clara, die Doula oder so. Weil das war ja, Clara war ja auch dabei, meine Doula und auch meine Hebamme. Aber ich habe gesagt, wir müssen noch niemanden anrufen, noch weit nicht. Es ist noch weit, bis die Kleine kommt. Aber es geht los und ich brauche diese Zeit. Und dann muss ich echt sagen, diese Nacht war unglaublich magisch. Also Max ist runter und ich habe mich dann hingesetzt und habe erstmal Musik angemacht und habe so richtig schöne, so eigentlich von meiner Ayahuasca-Reise. Ich habe ja letztes Jahr ein paar Ayahuasca-Sessions gemacht, also Pflanzenmedizin. Und da habe ich so eine tolle Playlist auch und da habe ich auch ganz viele Songs in meine Birth-Playlist gemacht und habe angefangen, diese Playlist zu hören. Und das war so trippy, also magisch. Ich bin in so einen richtigen Trance abgedriftet und habe wirklich diese Musik gehört und war wirklich so am Reisen, ja. Also war wirklich am Reisen und habe mich angefangen, mit dem Universum zu verbinden. Ich war in so einem meditativen State. Die Wellen sind ganz leicht gekommen und waren natürlich sehr, sehr weite Abstände dazwischen. Und es war einfach wirklich schön. Kann man nichts anderes sagen, es war einfach schön. Ich dachte so, wenn das jetzt die Geburt ist, die ganze Zeit, Hammer. Ich habe währenddessen auch viel geweint, ja. Ich habe in Momenten meine Omas gesehen, meine Vorfahren, meine Ancestors, meine Spirit Guides, die alle quasi sich versammelt haben um mich rum und gesagt haben, wir sind hier, wir supporten dich. Das war so, so magisch. Also wirklich, ich habe so geweint, weil das war wirklich, ich habe auf einmal so wirklich die ganzen Frauen gesehen in meiner Ahnenlinie. Und das war so schön.
Ja, und da so ging das einige Stunden, bis es auch schon wieder ein bisschen hell wurde. Dann bin ich auch noch mal ein bisschen eingeschlafen. Dann habe ich Max, der kam dann irgendwann hoch um 8 morgens oder sowas. Ich habe gesagt, ja, mir geht's super, aber es läuft und ich bin hier am Reisen irgendwie. Und Max hat dann auch gesagt, er geht dann nicht zur Arbeit. Und da habe ich gesagt, ja, das ist schön, lass uns den Tag hier zusammen verbringen. Und so haben wir auch dann den ganzen Tag verbracht. Das war so ein schöner Tag. Das war... Ich kann es dir gar nicht sagen, wie schön dieser Tag war. Also ich habe mich zwischenzeitlich in die Badewanne gelegt. Und das ist auch einfach so die schönste Jahreszeit jetzt hier gewesen, in Form von, dass der Frühling ja kommt in Namibia. Das heißt, direkt meine Badewanne ist auch einfach die schönste Badewanne auf der Welt, weil direkt bei meiner Badewanne ist einfach alles so eine Glasfront. Und daneben, also quasi draußen, ist so ein riesengroßer Baum. Und Da sind jetzt auch gerade Vögel und alle möglichen Vögel, wunderschöne bunte Vögel, die gerade ihre Nester bauen. Und ich lag dann da bestimmt eine Stunde oder zwei in dieser Badewanne und habe einfach diesen Vögeln zugeschaut, wie die ihre Nester bauen. Ja, das war so schön. Habe immer wieder angefangen zu weinen, weil ich mich so verbunden gefühlt habe mit der Natur, mit diesen Vögeln, mit alles, was mich umgeben hat. Der Wind, so die Sonne, die Sonnenstrahlen, die einfach so durch diese Blätter durch sind und wirklich durch diese Fenster auf mich drauf in diese Badewanne. Das war, ich habe Kerzen angemacht. Dann waren da Rosenpapageien. Ja, das sind so ganz bunte, wunderschöne Papageien, die da wirklich auch irgendwie auf dem Baum gelandet sind. Und wirklich, ich hatte das Gefühl, die schauen mich an. Ja, das war so schön. Und dann irgendwann bin ich auch runtergegangen, habe was gegessen, habe mich in die Sonne gelegt, ja, habe meine Füße in den Pool geparkt, bin viel barfuß über den Rasen gelaufen, also habe wirklich diesen Garten, den wir uns ja auch manifestiert haben, dieses Traumhaus, ja, habe ich so gefeiert und auch so, ich habe einfach in so ein Deep Appreciation, also in so einer Wertschätzung über mein Leben, über diese Natur, die mich umgibt, um diese Schönheit, die mich umgibt, dieses Privileg, was ich habe, hier gerade in diesem Moment das erleben zu dürfen. Also da war so eine tiefe Dankbarkeit, eine tiefe, eine Demut, ja, dem Leben gegenüber. Und viel mit Max auch gekuschelt und mit den Hunden gekuschelt, habe mich auf den Rasen gelegt. Und also da sind auch ganz, ganz tolle Bilder entstanden. Und das war einfach ein magischer Prozess. Und die Wellen sind gekommen, ne? Also die Wehen, wie man sie ja nennt. Und die sind gekommen, aber ne, wie gesagt, sanft, sanft, sanft. Ja, ich hatte auch so eine Gruppe von meiner Baby-Party noch. Und da waren meine ganzen Freunde drin, also auch meine ganzen Freunde aus Europa habe ich dann noch dazugefügt ein paar Tage vorher. Und also wir waren da echt so eine Riesengruppe Frauen und denen habe ich dann immer mal wieder ein Update geschickt. Das heißt, ich hatte auch, die haben mir alle Kerzen angezündet und haben mir Fotos geschickt von den Kerzen. Das war auch so schön, dass es ganz spontan ist, also irgendwie gekommen, dass diese WhatsApp-Gruppe sich gebildet hat. Und ich hatte 30 Frauen quasi, also da war meine Mutter auch dabei, meine Schwiegermutter war dabei, ja, also ne, meine besten Freundinnen, meine guten Freundinnen, also das waren echt also eine Gruppe Frauen, die einfach so diesen Raum gehalten haben. Die wussten, okay, bei Nicole geht's jetzt los und wir freuen uns alle auf Sydney Lou. Und diese Kerzen wurden angezündet auf der ganzen Welt, ja. Und es war, das war so magisch. Ja, und dann, so ging es den ganzen Tag. Ich war da natürlich zwischenzeitlich schon mit meiner Hebamme in Kontakt, habe so ein bisschen Update gegeben und auch meiner Doula. Und meine Doula hat mir dann noch was zu essen gebracht. Und auch meine Hebamme kam dann irgendwann abends vorbei und hat einfach mal gecheckt und war so, okay, ne, sieht gut aus und so. Und ich hatte mich dazu entschieden, erstmal nicht meinen Muttermund zu gucken, weil ich finde das, ja, das war einfach so auch so eine Sache, dass ich weiß, das machen die im Krankenhaus immer. Aber ich wollte das irgendwie nicht. Ein Schluck hier kurz noch von meinem Drink, eine Sekunde. Ja, ich wollte das irgendwie nicht. Das heißt, auch meine Hebamme war immer so, ja, also sie meinte so, von dem, wie ich dich so anschaue und von dem, wie du so unterwegs bist, glaube ich mal, dass du gerade mal maximal 2 Zentimeter da irgendwie geöffnet bist. Also es dauert auf jeden Fall noch. Und ich habe gesagt, ja, also ich war so im Tiefen entspannt. Ich hatte auch schon ein bisschen, also während dem Donnerstag, also ich glaube gegen Nachmittag irgendwann, hatte ich auch so ein bisschen Blut schon verloren. Also was heißt Blut verloren? Also da war schon so ein bisschen, also das ist ja auch oft so ein Anzeichen, dass einfach der Muttermund sich öffnet, dann kommt so ein bisschen Blut raus. Also es ist so, ne, es ist jetzt nicht so ganz Blutblut, aber das ist irgendwie so ein bisschen braun. Ja, das habe ich dann auch kurz ihr gezeigt. Aber auch da, das war auch etwas, was
ich gesehen habe und ich wusste sofort, okay, super, es läuft einfach, also es geht voran, ich hatte da keine Angst oder sowas, also weil ich war einfach so verbunden mit Gott, mit meiner Intuition, mit der Liebe, die durch mich durchfließt, also da war nichts, also obwohl ich jetzt nicht so oft von Menschen gehört habe, dass sie jetzt während des Prozesses geblutet haben, also meine Hebamme hat mir dann gesagt, alles normal, klar, aber ich wusste auch, dass es normal ist, also ich wusste, alles, was passiert, ist einfach normal und das ist für später auch wichtig, weil da viele Variationen von normal waren in meiner Geburt, wo vielleicht in einem anderen Setting ein bisschen Panik ausgelöst wäre. Genau, und dann bin ich den Abend schlafen gegangen. Ja, da war dann auch schon die kann man sagen, mal die Wellen viel intensiver dann, als ich abends dann ins Bett gegangen bin. Ich weiß noch, ich habe noch ein Foto gemacht. Ich glaube, ich bin nochmal baden gegangen um 10.30 Uhr abends oder sowas. Und, warte mal, schau mal kurz. Hi Mäuschen. Nee, sie schläft noch. Sie macht das jetzt mit mir, ne? Das ist ganz cool, dass sie jetzt hier dabei ist. Ich dachte mir so, wir haben ja schließlich diese Geburt gemeinsam manifestiert in der Co-Kreation. Ja, also ich bin dann schlafen gegangen, nochmal baden gegangen, da habe ich nochmal ein Foto gemacht, so vom Spiegel mit meinem letzten Bauchfoto quasi, was ich so selbst gemacht habe. Und ich muss echt sagen, dass mein Gesicht, da sieht man schon so, okay, der Geburtsprozess hat auf jeden Fall begonnen und es ist nicht mehr nur eine Ayahuasca-Reise. Das ist auf jeden Fall schon mehr. Da hatte ich dann auch keine Lust mehr, Musik zu hören oder sowas. Ja, da war alles dann eher so Fokus, Atmen und so weiter und so fort. Und wirklich meinen Körper machen lassen, mein Verstand aus dem Weg räumen. Weil das ist, glaube ich, oder meiner Meinung nach das Einzige, was man machen muss bei der Geburt, einfach den Körper machen lassen und den Verstand, den Quatschi sagen, so, du hast jetzt Urlaub, ja. Genau, ich bin dann irgendwann schlafen gegangen und ja, es ging dann schon schneller, also das heißt, die Distanz zwischen den Wellen, die wurde auf jeden Fall kleiner, ja, und es wurde einfach intensiver und ich konnte dann noch so ein bisschen schlafen, immer mal wieder. Und, oh, jetzt ist sie mal kurz wach geworden. Ich schaue mal ganz kurz nach meiner Kleinen. Nee, doch nicht. Gut, weiter geht's. Die Distanz wurde kleiner und ich habe versucht zu schlafen. Und dann bin ich wach geworden und es war dann so 1 Uhr morgens. Und dann habe ich gemerkt, dass ich irgendwie so ein bisschen so in meinem Kopf noch stresse. Nicht stresse, aber stresse ist das falsche Wort. Aber dass ich so mir darüber Gedanken mache, weil die Hebamme, die war ja bei Familie, hat bei Familie gewohnt, die hat auch Familie in Namibia. Und die waren aber so ein bisschen auf der anderen Seite von der Stadt. Ich meine, das bedeutet im Windhoek nicht so viel, ja. Das ist vielleicht so eine 10-minütige Autofahrt. Aber Max musste sie noch abholen und die Hunde waren noch hier. Und die Hunde, die haben mich genervt in diesem Prozess, weil die haben einfach oft gebellt, das sind halt Hunde, ne? Also ist ja klar. Und wir hätten die eigentlich schon Donnerstagabend zu meiner Mutter bringen sollen, aber irgendwie dachte ich da so, ach komm, lass uns das Freitag früh machen, das wird schon okay sein und so, aber dann irgendwie wurde ich halt wach immer wieder und war in diesem Prozess und hab dann halt zu Max gesagt so, okay, also ich habe, lass uns mal hier die Hebamme anrufen, weil sonst musst du immer wieder wegfahren und das ist doch Quatsch, die soll einfach hier schlafen, im Gästezimmer und dann bringen wir auch jetzt die Hunde auch schon weg und dann muss ich mir darüber nicht mehr Gedanken machen, dass du nochmal irgendwo hinfahren musst, so, ja. Und dann haben wir auch genau das gemacht. Wir haben dann die Hebamme abgeholt und das Witzige ist, was heißt das Witzige, aber sie meinte dann noch so, oh mein Gott, also ich bin jetzt fast einen Monat hier in Namibia und genau heute Abend war ihre Cousine, bei der sie gewohnt hat, war nicht zu Hause. Und meine Hebamme hat ihre kleine Tochter dabei gehabt, die ist 8 Jahre alt und die wollte die natürlich nicht alleine zu Hause lassen. Habe ich natürlich gesagt, bring die mit, ist doch total wurscht, ja, ist doch schön, bring sie mit. Das heißt, dann kam meine Hebamme hier morgens um 2 an mit ihrer kleinen Tochter, die war so zuckersüß. Und ich glaube, die hat nochmal so eine tolle Energie hier in dieses Haus reingebracht übrigens. Also das für auch den nächsten Tag, das erzähle ich dir gleich noch. Und dann haben die halt hier im Gästezimmer geschlafen und mein Max hat noch die Hunde weggebracht morgens und 2 zu meiner Mutter. Also dann war irgendwie alles so set. Ich bin nochmal ins Bett, habe nochmal versucht irgendwie zu schlafen. Ne? Die Wellen kamen immer schneller und dann war auch schon Freitagmorgen und ich habe mich gut gefühlt. Ich lag hier im Bett und es wurde zwar immer intensiver, aber ja, dann bin ich zwischenzeitlich mal aufgestanden, bin wieder raus in den Garten und jetzt war ich dann auch neugierig und war dann so, ich wundere, wie weit ich jetzt geöffnet bin und hat mein Hebamme mir das versucht
versucht zu erklären, wie ich das selber check. Und dann habe ich gesagt, boah, ich weiß nicht, das kann ich irgendwie nicht. Dann hat es Max erklärt, dann hat Max das gemacht. Aber wir wussten natürlich nicht genau, was wir gucken, ja. Also jetzt weiß ich, glaub mir, das nächste Mal werde ich genau wissen. Aber da haben sie ja vorher noch nie gemacht, ja. Deswegen, ich war so, Max war übrigens auch meine Hebamme. Ja, ich hatte einfach so ein Ding, in dem Moment hat sich das einfach noch nicht richtig angefühlt, dass das Temu checkt. Also wenn, ne, dass die Hebamme das checkt und für sie war das auch völlig okay. Das ist sowieso dieses Muttermund immer checken und wie weit und so weiter. Ja, das, ich bin da auch so ein bisschen skeptisch drüber und so und ob das wirklich notwendig ist. Aber manchmal hatte ich den Impuls und das war dann auch cool und ja. Dann war die Clara da, die ist dann gekommen, also eine Doula zu haben, by the way, ihr Lieben, also das war Gold wert, ne? Das war absolut Gold wert. Also die hat mir erstmal die ganze Zeit geiles Essen gebracht. Also auch so leicht verdauliche Smoothies und Electrolytes. Also wirklich so, die hat mich die ganze Zeit irgendwie mit Energie befüttert. Ja, und die hat auch selbst auch gerade eine Alleingeburt gemacht hier in Namibia. Hatte davor, also schon zwei Kinder davor, auch eine Hausgeburt mit einer Hebamme. Die ist so erfahren, die ist so offen und so einfach so emotional, menschlich. So, die war einfach so ein mentaler, emotionaler Support. Das war amazing. Und das war auch eine schöne Zusammenarbeit mit der Hebamme, weil, weißt du, da hast du ja einmal so diesen, keine Ahnung, medizinischen, weil das ist ja im Endeffekt immer noch eine medizinische Hebamme quasi, die da war, ja. Also, die medizinisch ausgebildet ist, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Ich glaube, jedem Hebamme ist irgendwie medizinisch ausgebildet. Also, das heißt, wenn irgendetwas total ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, schief gegangen wäre, bla bla, ja, dann würde sie das irgendwie eher kennen als die Doula. Die Doula ist nur da für den emotionalen Support, ja, und auch für irgendwie Essen und ja, das war aber eine geile Kombi, ja, weil so ich wollte auch irgendwie, also ich habe eine Beziehung mit Clara, ich arbeite schon, habe lange mit ihr gearbeitet, auch als dass sie mein Coach war, also das heißt, wenn sie mich berührt hat und sowas auch massiert hat oder meine Hände gehalten hat, das war irgendwie so vertraut. Das war einfach super schön, ja. Weil Temu kannte ich ja so gut wie gar nicht, also überhaupt nicht. Du musst dir vorstellen, die habe ich ja eigentlich nur über Zoom kennengelernt und dann kam die nach Namibia und da haben wir uns ein, zwei Mal getroffen und that's it, ja. Aber da, auch das hat auch super funktioniert, weil sie war halt irgendwie da, vor allen Dingen auch für so die So, das habe ich immer ganz kurz Stopp gedrückt und meine Kleine geholt. Und jetzt stille ich sie, während ich jetzt hier weitermache bei der Podcast-Episode. Na Mausi, jetzt bist du ganz dabei. Jetzt bist du ganz dabei. Genau, also Temu war hauptsächlich da, ne, für auch, also für Max war das super, super, super wichtig, irgendwie eine medizinische, also Hebamme irgendwie da zu haben oder eine Hebamme da zu haben. Der hat sich ja schon breitschlagen lassen für diese Hausgeburt. Ja, für ihn war das also so was, als ich gesagt habe, na gut, wenn wir niemanden finden, dann machen wir es halt alleine. Da ist er kreidebleich geworden, hat mir gesagt, jetzt hast du total Tassen im Schrank verloren, ja. Und daher, das war ein guter Kompromiss und das war auch wichtig. Ich finde das auch wichtig, dass man da mit dem Partner, also manche Frauen sagen ja auch, so vor allen Dingen so in der Alleingeburtsszene, ja, scheiß auf den Partner, bla bla, aber da sehe ich das anders. So, na, ich habe eine Beziehung mit Max, wo wir einfach so einen gegenseitigen Respekt brauchen quasi. Ne? Genau, also es war jetzt Freitagmorgen und ich muss sagen, die Blutungen waren immer nach wie vor da, also da war immer noch Blut, ja, was immer so ein bisschen rausgekommen ist, ja, was ja, ich weiß nicht, ja, auch nicht bei jeder Frau der Fall ist, habe ich auf jeden Fall gehört. Aber auch hier wieder, ich habe überhaupt keine Angst gehabt. Ich war so connected meiner Intuition, es war für mich einfach alles gut. Und ja, und so ist dann einfach dieser ganze Vormittag verlaufen. Also wir sind im Garten gewesen, also die Wellen wurden immer stärker. Also ich muss auch echt sagen, weil manche Frauen sagen, ja, das kann man ja nicht mit Schmerz vergleichen. Ich so, okay, ich weiß nicht, ob man, ja, ich verstehe, was du meinst, wenn du sagst, man kann sich mit Schmerz vergleichen und gleichzeitig weiß ich nicht, mit was ich sonst vergleichen soll, ja, also vielleicht mit gar nichts, weil es einfach so was Einzigartiges ist, aber es tat schon weh, ja, also es war schon irgendwie vor. Ich hatte so Affirmationen, die ich immer wieder genutzt habe, also erstmal, wenn die Wellen kamen, habe ich immer gesagt, open, open, soften, soften, open, open, soften, soften, also die sind ja dann eine Minute oder so, ein bisschen länger, und wenn die kamen, das ist ja so eine intensive Wucht an Energie, die da durch deinen Körper durchfließt,
dass man so die Tendenz hat, zuzumachen und hart zu werden. Also man will die fast wegdrücken. Und deswegen hat mir das immer so geholfen zu sagen, immer als die kamen, so öffnen, 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 weich, 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 weich. Also open, open, soften, soften, weich, weich. Weil das hat mich einfach daran erinnert, offen zu bleiben, ja. Ich muss sagen, ich habe diese Senkwehen, das ist ja, was sie dann auch sind, ich glaube, dann war ich ungefähr 4, 5 ne, Zentimeter. Also wenn man, ich habe es ja immer noch, Max hat das ja immer noch gecheckt, aber auch so mal, Temu konnte das auch so ein bisschen an meinem Gesicht, die hatte ja da Erfahrung, die konnte das auch so ein bisschen an meinem Gesicht sehen und hat dann immer wieder gesagt, okay, du bist jetzt ungefähr so und ne, von dem Schmerzgrad auch ungefähr war ich dann ungefähr bei 5, 6 Zentimeter. Und ich muss sagen, diese Senkwehen, du kriegst ja Senkwehen und Presswehen, die Senkwehen, die waren irgendwie für mich, also die waren hart, aber die waren irgendwie für mich noch etwas, wo ich so durchlächeln konnte. Also auch wenn du gesagt, du lächelst dir, das war ich so, ja, das hilft irgendwie. Also open, open, soften, soften und dann ein riesengroßes Lächeln auf dem Gesicht und einfach diese Welle wirklich durch meinen Körper durchdringen lassen, ja, einfach mein, also wirklich I surrender, auch ein weiterer, einfach weitere Affirmation. Und immer wenn die Wehe vorbei war oder die Welle, immer wenn sie vorbei war, habe ich gesagt, oh, eine weniger und noch eine weniger und dann treffe ich, na, bald treffe ich meine Kleine, bald treffe ich meine Kleine. Also ich habe es auch immer wieder gesagt, weil ich wusste, wenn ich noch eine hinter mir hatte, dann war es dann noch eine, die weniger war von, ne, dem, von den ganzen Batzen an Wellen. Und natürlich wurden die auch immer kürzer, ne, der Zeitraum dazwischen wurde immer kürzer. Und boah, das war, das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr intensiv und ja, zwischenzeitlich immer weiter gegessen und ja, noch eine coole Sache dazu, die Kleine von meiner Hebamme, von Temu, die war ja nach wie vor da, ja, weil die, ja, die war ja, also die haben wir ja nicht wieder nach Hause gebracht, obwohl da inzwischen die Familie von Temu wieder zurück war, die waren ja nur für eine Nacht weg, aber die war noch da und die hat dann zwischenzeitlich bei uns im Wohnzimmer Netflix geschaut und zwar so Barbie Cartoons und ich habe es geliebt, ja, weil die hat das Ganze so normalisiert. Ich habe mich irgendwie so gefühlt wie in so einem, wie so einer Gemeinde, in so einer Village. So eine guckt irgendwie noch irgendwie hier noch Netflix, ja, und die war so süß und die hat so eine coole Energie einfach reingebracht in das Ganze. Die hat dann zwischenzeitlich auch die Schiebetüren zugemacht, wenn sie ihr ein bisschen zu laut wurde, weil ich war hauptsächlich so draußen, so auf der Terrasse vorm Wohnzimmer halt, wo sie Netflix geguckt hat. Genau. Dann kam irgendwann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, also ich hatte jetzt doch Lust, dass die Hebamme einmal meinen Muttermund checkt. Und das war irgendwie, hatte ich dann auf einmal den Impuls, ich wollte das nämlich, weil jetzt, das war nämlich ganz das Interessante, weil jetzt war ich wahrscheinlich schon ziemlich weit drinne und das war auch ziemlich intensiv und ich hatte auf jeden Fall irgendwie schon so das Gefühl, dass ich so pressen will, weil Presswehen, deswegen ist es eigentlich auch Quatsch, die ganze Zeit den Muttermund zu schauen, weil man hat Senkwehen und dann irgendwann spürt man einfach so das Bedürfnis zum Pressen, ja, deswegen finde ich das auch manchmal so komisch, wie man irgendwie hört, so in der, im Krankenhaus und so, oder nicht nur im Krankenhaus, bestimmt auch zu Hause mit so Hebammen, so, die dann so anfangen, okay, super, jetzt kannst du anfangen zu pressen, ja, wo ich so bin, so, wer bist du, mir zu sagen, wann ich anfangen soll zu pressen, weil eigentlich merkt man das doch bestimmt selbst, also das war für mich einfach immer so logisch und genau so war das dann auch, ja, also ich hatte dann aber auch schon so das Gefühl, dass ich irgendwie pressen will, ja, und trotzdem war da irgendwie aber auch noch so das weitere Gefühl, dass das irgendwie dann nichts passiert, wenn ich presse. Ja, also es war irgendwie so total strange. Und ich muss auch dazu sagen, mein Fruchtwasser war auch noch nicht geplatzt. Das kann ja aber auch bis ganz zum Schluss dauern, aber da gab es auch noch was. Das kommt noch. Aber auf jeden Fall war das total strange, weil diese Wellen wurden so intensiv und so nah ineinander und ich hatte immer das Bedürfnis zu pressen. Aber wenn ich dann gepresst habe, habe ich das Gefühl, da passiert nichts. Und dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt wäre es irgendwie cool, vielleicht doch, dass die Hebamme einmal mein Muttermund checkt. Also das war dann so von mir aus so ein Request. So, jetzt war es aber so, dass sie keine Handschuhe mehr da hatte. Ja, das hatte auch damit was zu tun, dass als sie eingereist ist, der hunderte Sachen weggenommen worden sind wegen Schere und so weiter, weil sie ihren Hebammenkoffer, der wurde total auseinandergenommen. Weil sie, ja, sie hatte ja die Hebammenregistrierung aus Europa, aber dann als sie nach Afrika eingereist ist, naja, es war auch egal. Wir haben eine Apotheke fast nebenan. Und dann ist halt noch eine Dula nochmal losgefahren und hat noch mal kurz Handschuhe geholt. Das ist auch so witzig. Also ich liebe es, weil das war halt alles so ein,
Ja, wie gesagt, so die eine guckt Netflix, die eine geht schon noch zur Apotheke. Alles so mitten in der Geburt. Naja, und dann hatte die Hebamme dann einmal noch den Muttermund gecheckt und hat gesagt, okay, du bist so ungefähr bei 7 cm. Und das war so für mich, irgendwie in meinem Kopf dachte ich, okay, ich muss sowieso bei 10 cm sein. Und das war für mich irgendwie so völlig erleuchtend. Ich war so, vielleicht kann ich mich dann auch erstmal jetzt ausruhen. Und ich weiß noch, meine Doula, also Clara, guck mich so an, so, wie willst du dich jetzt ausruhen? Nicole, die Wellen, die werden nicht stoppen, ja? Ich meine, das ist jetzt nicht so, als ob du dir irgendwie so eine PDA reinpfeifst und dann kannst du noch mal eine Stunde pennen. So, du bist hier zu Hause, so, wie willst du dich jetzt ausruhen? Ich so, nee, ich brauche einfach Zeit, mich ausruhen. Ich war so fertig, okay? Du musst dir vorstellen, das ist jetzt irgendwie so 3, 4 Uhr nachmittags am Freitag. Also, das Ganze hat Mittwochnacht angefangen. Ich so, nee, ich muss mich jetzt irgendwie ausruhen. Und weil wir hatten jetzt auch schon lange irgendwie gepresst und irgendwie nach einer Position gesucht, um irgendwie dieses Baby zu gebären. Und das war dann irgendwie so, ich gehe jetzt erstmal in die Badewanne und ruhe mich aus, ja. Und alle waren so ein bisschen so, okay, das ist jetzt sehr interessant. Und dann hatte Temu auf einmal so den Impuls, hat gesagt, dann lass uns kurz die Kleine nach Hause fahren. Weil in ihrem Kopf dachte sie vielleicht, dass sie mich irgendwie ablenkt oder sowas. Überhaupt nicht der Fall war. Das war eher im Gegenteil, die war super da, aber mir hat das gut gepasst. Ich so, ja, fahrt mal ruhig. Also Max, fahr mal kurz Temu, also das Kind nach Hause, weil dann habe ich meine Ruhe, weil ich will mich ausruhen und alle nur so, oh mein Gott, Nicole, okay. Ich bin in die Badewanne, also Max und meine Hebamme sind weggefahren, das musst du dir mal vorstellen, ja, so mitten in der Geburt, so bei 7 cm, fahren auf einmal mein Mann und meine Hebamme weg. Oh mein Gott, wenn ich darüber nachdenke, das war eigentlich so, ist eigentlich so skurril, aber es war halt einfach, wie es war, ja, und es war gut, wie es war, weil ich habe dann nicht wirklich in diese Badewanne gelegt und ja, die Wellen haben nicht aufgehört, sie kamen wirklich alle 90 Sekunden und waren dann auch irgendwie 90 Sekunden lang oder so und ich lag dann in dieser Badewanne, aber ich kann dir wirklich sagen, in diesen 90 Sekunden zwischendrin habe ich mich ausgeruht und habe tatsächlich sogar ein bisschen geschlafen, ja, ich weiß, das ist so verrückt, wenn man sich das vorstellt, aber ich bin so richtig weggenickt und dann kam auf einmal die Welle wieder nach 1,5 Minuten und dann habe ich nur, weil Clara ist ja da geblieben, meine Doula, und habe ich ihre Hand nur, boom, ich habe die gegrabt und da hat die mich da halt irgendwie so durchgebracht mit mir, ja, so atmen, vor dem die Welle so richtig losgeht und so weiter und so fort und das war dann irgendwie cool und dann 20 Minuten später waren auch Temu und Max wieder da und die waren dann wirklich, also ich glaube, Temu war dann entspannt, weil ihre Tochter weg war, die war dann, ne, wieder bei ihrer Familie und ich war sowieso entspannt, aber ich habe mich ein bisschen ausgeruht und dann hat Clara mir nochmal so richtig viel so Electrolytes gegeben und also nochmal was zu trinken und auch nochmal Smoothie und ich habe dann noch so, und dann haben sie zu mir gesagt, Nicole, du musst dich anfangen zu bewegen, weil das wird dir jetzt helfen, das Ganze zu öffnen und dann habe ich gesagt, okay, gut. Und dann habe ich mich angefangen zu bewegen. Und ich bin vom Schlafzimmer, also von meinem Schlafzimmer, die Treppen runter und boom, da hat mich wieder so eine Welle und ich stand auf der Treppe und wieder open, soften. Und das war so intensiv, meine Güte, wow. Und dann hat es mich dann immer wieder nach draußen verschlagen. Also immer wieder auf die Terrasse, immer wieder unter diesem Baum, immer wieder in den Garten. Ich meine, dann war ich auch wirklich laut. Also ich bin gespannt. Ich glaube, die Nachbarn, die wissen jetzt alle, da hat irgendjemand ein Kind bekommen. Okay. Und bin dann da noch ein bisschen rumgelaufen und habe dann irgendwann selber wieder getastet. Und dann hat Timo mich gefragt, kannst du den Kopf spüren? Und ich war so, ich spüre was. Also das hatte sie mich öfter währenddessen immer gefragt. Aber ich wusste ja nicht, was ist der Kopf. Und die Fruchtblase war ja auch noch nicht geplatzt. Und dann irgendwann dachte ich so, wow, hier ist aber etwas ganz weit unten. Hatte ich meinen Finger an. Und dann habe ich gesagt, was ist das? Ist das? Und dann habe ich so quasi gezeigt, meiner Doula, sorry, das ist so grafisch, aber ich erzähle dir einfach genau die Geschichte, wie sie war. Habe ich so quasi meiner Doula und Temu habe ich dann halt quasi gezeigt. Ich so, was ist das? Sie so, ja, das ist die Fruchtblase. Und dahinter ist der Kopf quasi. Und dann habe ich gesagt, wow, crazy, okay, das ist so nah. Und dann habe ich gefragt, was passiert jetzt, wenn ich die, also kann ich die selber brechen, die Fruchtblase? Also das war wirklich so ein Impuls aus mir heraus. Das hat sich für mich jetzt in dem Moment einfach gut und richtig angefühlt, ja. Und dann meinte sie, ja. Und
kannst du machen. Ja, das machen die ja im Krankenhaus, machen das die Hebammen, also quasi für die Frauen. In dem Moment war ich so, ich will es einfach selber machen. Und ich glaube, deswegen war es für mich auch okay. Das ist ja oft sehr, sehr, sehr traumatisch für Menschen, also wenn das jemand im Außen macht. Aber für mich war das in dem Moment okay. Und dann habe ich die geplatzt, die Fruchtblase. Und dann war das Wasser auch schon so bräunlich, ja, was ja auch so oft so ein Grund ist, dass man dann auf einmal ganz schnell ins Krankenhaus eingeliefert wird oder sowas. Ein Glück wieder habe ich mich so mit diesem Thema beschäftigt. Ich wusste, das ist überhaupt gar kein Problem. Und ein Glück war auch Timo da und war so, das ist also Meconium nennt man das auf Englisch. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch auch dasselbe ist. Das ist oft ein großer Panikgrund, aber es meiner Meinung nach kein Grund zur Panik ist. Und ich war halt so, okay, wow, crazy. Und ich weiß es so, Clara und Timo haben mich so angeschaut, okay, wow. Und sie meinte dann noch so zu mir, ich glaube, jetzt wird es aber noch intensiver quasi. Und dann ging es auch weiter und es war intensiver. Und dann habe ich wirklich einfach versucht, eine Position zu finden, in dem ich dieses Baby jetzt gebäre. So in meiner Wunschvorstellung, Manifestation, dachte ich sowieso, ich gehe ins Wasser. Aber ich hatte keine Lust, ins Wasser zu gehen. Das war so heiß. Und irgendwie hat es mich immer wieder nach draußen verschlagen. Und da habe ich mich am wohlsten gefühlt. Und dann kam halt die Presswehen noch um 10-fach mehr. Und das war so krass intensiv. Und dann habe ich immer wieder gepresst und die haben ja das auch viel besser sehen können, also Max, Timo und Clara. Und waren auch immer so zu mir so, du hast es fast nicht gesehen. Also die haben irgendwie schon den Kopf quasi so ein bisschen gesehen, wie der rauskommt und immer gesagt, ja. Und dann meinte Timo zu mir, also die Nabelschnur wird um Hals sein, ja. Und das fand ich auch ganz interessant, weil das konnte sie irgendwie sehen, weil das mit dem Pressen so schwierig war und so lange gedauert hat, ja. Also, ne, weil ich habe gepresst. Also immer nur, wenn die Wehen kamen, immer nur, wenn die Presswehe kam. Also man soll ja nicht pressen. Also das hat sich für mich auch ganz unnatürlich angefühlt, zu pressen, wenn die Wehe nicht da war. Und dann meinte sie, okay, die Nabelschnur wird um Hals sein und hat sie so Gründe genannt. Aber auch das wieder, das hat mich überhaupt nicht, ich war so connected und das war für mich überhaupt gar kein Problem. Das hat für mich einfach Sinn gemacht. Es war gut, dass sie es mir in dem Moment gesagt hat, weil sie meinte, das ist kein Problem. Das wird nur ein bisschen länger dauern, weil da einfach ein bisschen mehr, ja, einfach Rückzug oder was weiß ich. Ich erinnere mich gar nicht mehr so genau, warum. Und also sie meinte nur, deswegen ist es gerade ein bisschen mehr ein Struggle, aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Mach dir jetzt keine Sorgen. Ich habe mir sowieso keine Sorgen gemacht. Wie gesagt, ich habe mir über gar nichts Sorgen gemacht, weil ich so verbunden war mit meinem Körper, mit dieser göttlichen Energie, mit allem, was mich umgeben hat, dass das für mich nicht eine Sekunde ein Problem war in irgendeiner Form. Aber so war das, ja. Und dann, ja, am Ende, man presst ja und dann hat man ja im Englischen nennt man dazu the ring of fire. Das ist so das Ende, wo man das Gefühl hat, boah, krass, also es tut so unglaublich weh. Also das tat mir persönlich tatsächlich sehr, sehr, sehr weh. Und dann musst du da auch noch durchgehen, ja. Aber ich habe es dann gemacht und dann habe ich es endlich mit dem letzten Push geschafft und sie kam rausgeschossen und Max hat sie gefangen. Und Temu auch. Also weil Temu hat schnell die Nabelschnur, die war um Hals, die Nabelschnur war auch um die Schulter abgemacht, aber sie hat mir die dann schon auf die Brust gelegt. Ich habe dann die Nabelschnur von der Schulter entfernt. Sie hat sofort geschrien, sie war sofort so rosig und so süß. Und ich habe auch das Video gestern angeguckt. Das erste Mal habe ich es mir getraut, weil es ist schon sehr raw. Und sie war einfach so perfekt. Es war einfach so ein krasser Moment. Als sie dann einfach da war, Max hat einfach geweint. Ich habe gar nicht geweint tatsächlich, obwohl ich ja eigentlich so ein, ich weine immer, das ist so leicht. Aber ich war einfach so wie so ein Tier, was dann erstmal so alles abgecheckt hat. Und weißt du, ich war so, ja, das war sowieso, ich fand die ganze Erfahrung, bis sie rauskam, sehr animalisch und sehr so, als ob ich so wie so eine, ja, wie so eine Löwin, die genau weiß, was passiert gerade, aber halt einfach so, da gar nicht so mit dem Verstand reingeht, einfach so, ne, dass das etwas ganz Natürliches ist, was die ganze Zeit passiert. Also die ganze Geburt für mich war so, ja. Obwohl da so viele, ich sag jetzt mal, rote Flaggen waren, was, und deswegen, das, ne, im Nachgang macht es für mich auch alles so einen Sinn, warum ich das genau so mir manifestieren musste zu Hause, weil ich wäre so oft, wenn du dir die ganze Geburt anschaust, wäre ich so oft auf den Tisch gelandet und, ne, also in Form von aufgeschnitten, also vor allen Dingen hier in Namibia, aber gut, ne, also das war nur etwas, was ich für mich reflektiert habe, weil das war einfach das war so stark und so ein starker Wunsch und das hat für mich dann noch mehr Sinn gemacht, weil die Geburt halt nicht so straightforward ganz normal war, ja, okay, dann ging es aber weiter, so, weil ich habe dir ja vom Blut erzählt, weil jetzt ist die Kleine da gewesen und mir ging es super und ey, oh Gott, jetzt kommt's, also die Nachgeburt war,
das, oh Gott, ey. Das war eigentlich so, also ich weiß nicht, ob ich es witzig nennen soll oder was los, ich habe kein Wort dafür. Auf jeden Fall war das ja dann so, dass die Kleine war raus, die Plazenta noch nicht und die Geburt ist ja noch nicht fertig, wenn die Plazenta nicht fertig ist, also nicht raus ist, ja. Das Ding war, ich habe ziemlich krass geblutet, ja, also nachdem sie auch raus war, ich habe ziemlich krass geblutet und ehrlich gesagt, habe ich das mitgekriegt? Ja, aber es war mir egal, weil mir ging es super und ich wusste, dass das kein Problem war. Auch wieder hier. Ich war so mit meiner Intuition connected. Da war nicht eine Sekunde, wo ich Angst hatte. Mir ging es super. Also es war nicht so, als ob ich bleich wurde. Aber Temu ist natürlich eine Hebamme und hat sich Sorgen gemacht um dieses ganze Blut. Ja, und hat zu mir gesagt, Nicole, wir müssen diese Plazenta rausbekommen. Und ich habe halt gesagt, na komm, das kriegen wir schon gleich alles gechillt. Weil ich wusste auch dadurch, dass ich mich so sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, die Bücher gelesen habe, einen Online-Kurs gemacht habe. Ich kann ja auch gleich nochmal ein paar weitere Sachen dir nennen, die ich gemacht habe. Wusste ich, was ist zu viel Blut? Was ist hier eine, wer sagt, was viel Blut ist, ja. Nur weil ich vielleicht mehr geblutet habe als jetzt vielleicht andere Frauen, die jetzt zum Beispiel Temu begleitet hat in der Geburt, heißt es nicht, dass das jetzt in irgendeiner Form falsch oder gefährlich ist. So. Vor allen Dingen, weil ich das auch sage und ich bin ja die Meisterin dieser Geburt, ja. Also, und mir ging es ja auch gut. Und das war dann ein bisschen, ja, also für Temu nicht so cool, weil sie sich einfach Sorgen gemacht hat, ich überhaupt nicht. So, jetzt ist das Witzige. Ich hatte auf einmal den Impuls, dass meine Mutter und meine Schwester, dass sie sollen auf einem, die habe ich gesagt, oh, wir müssen die anrufen, weil ich, meine, alle haben sich sowieso schon Sorgen gemacht, was so lange gedauert hat. Und die sollen vorbeikommen. Und ich hatte auf einmal so den starken Impuls, so die Frauen in meiner Linie, also die, ne, irgendwie so, dass die da sind. Das, ich hätte nie gedacht. Am Anfang, ich habe eigentlich gesagt, keiner kommt vorbei für die nächsten paar Tage. Und jetzt bin ich so, halbe Stunde später oder 20 Minuten später, ich so, komm, ich rufe meine Mutter an und meine Schwester, die sollen vorbeikommen. So, jetzt habe ich die angerufen, die sollen vorbeikommen. Und du musst dir jetzt mal vorstellen, ich sitze da unter diesem Baum, also im Garten, wo ich ja dann, wo ich Sydney geboren habe. Sydney ist auf meinem Arm, sie hat auch sofort die Brust genommen, also sofort gelatscht, also sofort getrunken, was auch einfach so amazing war. Sie war einfach happy und ich saß da immer noch mit der Nabelschnur, also die natürlich auch noch angehaftet war an sie, weil das war mir auch ganz, ganz wichtig, dass das ganz lange auch auspulsiert und so weiter und so fort. Und unter mir halt unglaublich viel Blut, ja, und dann waren ja meine Familie jetzt schon auf dem Weg und ich dachte mir so, ach komm, bis dahin ist die Plazenta raus, aber die Plazenta ist nicht rausgekommen sofort, ja. Das heißt, dann kam auch meine Schwester und meine Mutter da an und meine Schwesters Frau kam auch noch mit, die war noch geil, Verena hat mir noch einen riesen Kuchen gebacken mit Happy Birthday Sydney Louise und mein Vater ist auch noch mitgekommen. Meine ganze Familie ist da reingelaufen und ich sitze da in einem quasi Blutbad mit meiner, mit der Nabelschnur, die raushängt quasi noch, also die noch attached ist zu Sydney und quasi haben die noch meine Nachgeburt, ne, miterlebt. Also, aber das war in dem Moment, das war wahrscheinlich nicht so optimal, weil ich glaube auch für die Nachgeburt brauchst du etwas Ungestörtes, einen ungestörten Raum, ein ungestörtes Feld. Und natürlich dadurch, dass, glaube ich, ganz viele, also in Anführungsstrichen Menschen ankamen, war das auf einmal nicht mehr ungestört. Und ich glaube, deswegen hat es auch noch länger gedauert. Ja? Aber das war nicht, aber mich, in dem Moment habe ich mich trotzdem gefreut, die zu sehen. Ich glaube, nur für die war das so, wow, aber auch die waren okay. Also keiner war gestresst, bis auf Temu. Die war weiterhin gestresst, weil sie einfach, klar, ne, also als Hebamme war sie, glaube ich, einfach so die Verantwortliche, also obwohl ich die Verantwortliche war. Aber ich habe ich schon irgendwie verstanden. Sie meinte dann, nee, wir gehen jetzt erstmal in den letzten Raum hier im Haus und machen Licht dunkel und ja, und bis dahin war auch die Blutung ein bisschen weniger geworden und dann sind wir erstmal, ich glaube, ich habe meine Familie 2 Sekunden gesehen gefühlt, bin zurück in den letzten Raum, so ins Haus, dann ganz dunkel und dann habe ich mich erstmal da ins Bett gelegt mit Max und wir haben gekuschelt und ja, das war total schön mit der Kleinen und so und dann lagen wir da bestimmt eine Stunde oder sowas
Und dann irgendwann, okay, habe ich gesagt, okay, wir können jetzt die Nabelschnur durchschneiden. Also jetzt bin ich irgendwie dafür bereit, das fühlt sich jetzt gut an. Und dann kann ich mich auch so um die Plazenta kümmern quasi, ne, allein. Dann gehe ich mal ins Bad und hock mich mal irgendwie über eine Schüssel oder sowas. Und ja, und ne, gleichzeitig war, also ich glaube auch, also ich hätte, mir wäre das egal gewesen, ne? Ich hätte auch noch stundenlang mit der Plazenta da einfach, ich wusste einfach, sie wird schon rauskommen, ist alles gut, aber ich glaube einfach für alle war, also vor allen Dingen für Temu war es wichtig, dass sie einfach rauskommt, dass wir die anschauen können, dass die ganz ist und so. Dann gibt es ja einfach so ein paar Sachen, die man beachten muss. Und genau so war es dann auch. Wir haben dann den Nabelschnur durchtrennt oder Max hat es dann geschnitten und dann haben wir die Kleine bei Max auf die Brust gepackt. Die hat dann da ganz wundervoll geschlafen noch. Und ich bin dann ins Bad und Temu hat so ein bisschen den Bauch massiert. Und dann kam auch nochmal die Wehen, die sind ja wie so Nachwehen, die machen, gehen ja weiter und dann schwupp haben wir, ja, diesem, also da habe ich einmal so ein bisschen dran gezogen an der Nabelschnur und schwupp kam die Plazenta auch ganz heil raus, dieses Baum des Lebens, das sieht ja einfach, dieses Organ ist ja einfach so unglaublich schön. Also ich habe dann da gesessen und erstmal dieses großartige Organ mir angeschaut und Dank gesagt zu dem Organ. Danke, 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 dass du meine Tochter genährt hast über die letzten fast 10 Monate. Und das war auch nochmal ein wirklich schöner, schöner Moment. Temu war happy, dass die Nachgeburt endlich vorbei war. Ja, Clara war sowieso mehr auf meiner Schiene die ganze Zeit, weil die kennt sich auch einfach mit Freigeburt, Alleingeburt so sehr aus. Und da beschäftigt man sich mit diesen ganzen Themen ja auch. Und dass die Plazenta sofort raus muss und bla, 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 das ist eher so ein medizinischer Ansatz und ja, ist okay, ja. Und von dann war auch die Nachgeburt fertig, das war auch ganz cool. Meine Schwester war dann noch da, die hat dann noch Fotos gemacht von der Plazenta. Ich bin dann wieder ins Bettchen zu Max und der Kleinen und ja, das Schöne war dann in der Zwischenzeit, meine Familie war so großartig, die hat alles sauber gemacht, das war auch so lieb, die haben wirklich dann noch das geputzt quasi, die waren auch so entspannt alle, also so kamen sie bei mir auf jeden Fall rüber und ich glaube, die haben sich einfach gefreut, dass ich sie noch so als kleinen Anteil so dabei hatte bei der Geburt und ich habe sie dann auch nicht mehr wirklich viel gesehen, nochmal ganz kurz, meine Mutter, meine Schwester kamen nochmal ins Zimmer und dann sind die aber auch gefahren und alle sind dann irgendwie gefahren, die haben dann auch Temu mitgenommen, Clara ist dann gefahren und dann waren wir alleine, Max und ich. Und das war so schön, das war so diese erste, das war einfach, ich war auf einem High. Das war so, dann geht man ja schlafen, also mir war es auch wichtig, erstmal nicht zu duschen, weil das sind alles solche, alles für den Hormonhaushalt und für so den hormonellen Austausch mit dem Kind ist es einfach super wichtig, also ne, keinen Hut tragen, also das Kind auch nicht und so, damit die Gerüche durch den Kopf, die werden halt übertragen und das ist ein ganz, ganz wundervoller Austausch, der da entsteht. Und dann sind wir ins Bett und erstmal auch nackt natürlich, ne? Also sie auch erstmal nackt gelassen, obwohl ich so viel Meconium, also das ist so das, was vor dem auf Klo gehen kommt, quasi Babys die ersten paar Tage, da kommt wirklich fast wie so schwarzes, braunes Zeug raus. Also ich war voll mit dem Zeug, voll mit Blut. Meine Güte, das sah aus. Aber es war irgendwie einfach, ja, wie gesagt, es war einfach irgendwie so animalisch und schön und einfach dieser ungestörte Raum. Und dann haben wir uns ins Bett gelegt und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich habe sie einfach nur angestarrt. Ich war einfach nur in tiefer Faszination. Sie hat getrunken. Ich bin dann immer mal wieder vielleicht so ein bisschen weggedöst, also während sie einfach so auf meiner Brust gelegen hat und Max lag neben mir und neben uns und ja, es war magisch, ja, das war magisch, also das war meine Geburt. Ich will noch was dazu sagen, also in Form von, ich habe dir jetzt die Bücher gesagt, die ich gelesen habe, ich habe ja auch einen Online-Kurs gemacht bei der Free Birth Society, das ist eine geile Community von Frauen, die alle Free Birthen und Free Birthen ist, übersetzt auf Deutsch ist das die Alleingeburt, aber Alleingeburt hört sich immer so an, als ob man das alles alleine macht und das ist Bullshit, man macht das nicht komplett alleine, kann man, ne, Sarah Schmidt zum Beispiel, eine ganz inspirierende deutsche Frau, die auch das Buch geschrieben hat, Alleingeburt, die hat es auch ganz alleine gemacht, schon im Wald und so, also ganz inspirierend,
allem, die übrigens auch Ärztin ist, ja, ganz interessant, sie ist Ärztin, aber hat sich trotzdem für die Alleingeburt entschieden. Aber so die Freigeburt, ja, so Free Birthing, das ist auch quasi, da hat man Hilfe, aber nicht unbedingt halt aus dem medizinischen Raum, ja. Also, aber natürlich den Mann, so wie meine Doula, die hat eine Alleingeburt gemacht, Freigeburt in anderen Worten, mit ihrem Mann und ihrer Schwester, ja. Und das war auch eine wunderschöne Erfahrung. Und das hört sich vielleicht immer so krass an und so, wow, crazy, warum würde man sich das trauen und oh mein Gott und bla bla bla. Aber ich habe da eine andere Meinung zu. Ich denke mir so, warum nicht? Es ist das Natürlichste der Welt, ein Kind zu gebären. Und es ist nur ein System, was uns suggeriert, dass das nicht natürlich ist. Und dass wir Angst haben sollten. Und dass es gefährlich ist. Und dass ganz, ganz, ganz viel schief gehen kann. Ja, weißt du was? Ich meine, wenn wir das Leben so leben mit, oh, es kann alles schief gehen, dann kann jeden Tag was schief gehen. Ich meine, die Chance, dass bei einer Geburt etwas schief geht, ja, die ist so viel kleiner als die Chance, dass heute in deinem Autofahrt nach Hause etwas schief geht. Darüber machst du ja auch nicht jeden Tag Gedanken. So, heute steige ich ins Auto. Ich hoffe, dass jeder bei Rot anhält. Weil wenn nicht, dann könnte ja was schief gehen. Lass mich mal lieber die Krankenhaustasche hier in meinen Kofferraum packen, weil es könnte ja was passieren. So gehen wir ja unser Leben nicht an. Ja, natürlich, das Leben ist ein Risiko. Jeden Tag, in jedem Moment könnte in irgendeiner Form was passieren. Aber warum würden wir so von vornherein schon davon ausgehen? Ja, warum würden wir morgens aufstehen und sagen, oh Gott, hoffentlich hält jeder bei Rot an heute. Mein Gott, hoffentlich fährt heute niemand in irgendeiner Form, wenn ich über die Ampel laufe, über Rot drüber. Oder du weißt, was ich meine. Ja? Also das heißt, ja, wenn Leute mir sagen, boah, dann gehst du ein großes Risiko ein, sag ich, das Leben ist ein Risiko. Ja? Also wenn du aber darauf vertraust und auf deinen Körper vertraust und auch erkennst, dass viele Dinge schief laufen aufgrund dessen, dass dieser Prozess wirklich unterbrochen wird, also in Form von, ich fahre noch ins Krankenhaus, dann sind da fremde Gesichter und jeder Gesichtsausdruck, jedes Licht, jedes Geräusch macht was mit deinen Hormonen, ja, und ganz, ganz, ganz oft, und das ist alles meine Meinung und du brauchst sie nicht zu vertreten und das ist völlig in Ordnung, wenn du deine eigene Meinung hast und ich habe nichts dagegen, das sage ich nur mal ganz kurz hier, bevor hier die Podcast-Polizei vorbeikommt. Also jeder Mensch kann da einfach selber entscheiden und ich finde, jede Geburt ist super wertvoll und wichtig und es geht nicht darum, dass etwas besser ist als das andere, nein, es geht nur darum, du musst das entscheiden, was für dich sich am sichersten anfühlt und wenn das Krankenhaus ist, hammergeil, dann mach das, aber dann informier dich vorher, werde dir bewusst, dass nur weil dir ein Mann mit einem weißen Kittel irgendetwas sagt, dass das nicht unbedingt, ja, schwarz auf weiß die Wahrheit sein muss, dass du das hinterfragen darfst, dass deine Intuition auf jeden Fall die Nummer eins ist, ja. Und meiner Meinung nach finde ich auch, man sollte sich einfach informieren und man sollte sich einfach bewusst sein, wenn dir jemand sagt, boah, wir müssen jetzt einleiten oder wir müssen jetzt das machen und ich würde es einfach hinterfragen, müssen wir wirklich oder müssen wir, weil du das gerade sagst. Aber was ist, wenn ich ein anderes Gefühl habe, ja? Also, das ist mir einfach ganz, ganz, ganz wichtig zu sagen. Naja, ich habe einen Online-Kurs gemacht bei der Free Birth Society, ganz inspirierend. Und dann habe ich deren Podcast, oh, das waren Geburtsgeschichten, die ich mir angehört habe. Also so Geschichten, wie ich dir jetzt gerade erzählt habe. Aber in 100-fach habe ich mir, eigentlich fast täglich, habe ich mir eine Geburtsgeschichte angehört. Immer, wenn ich irgendwie unterwegs war im Auto oder so. Über die letzten 3 Monate eigentlich erst. Und das hat mir super geholfen. Das war wirklich wie so Medizin, so andere Frauen zu hören, die ja alle Freigeburten hatten, weil im Podcast geht es ja um die Allein- und Freigeburt, also gar nicht so Hausgeburt mit Hebamme oder sowas. Und das war so inspirierend und so machtvoll und kraftvoll. Und diese Frauen waren so, ja, so deep wissend, ja, und auch dieser ungestörte Prozess. Und ich habe da so viel gelernt über diesen hormonellen Prozess der Geburt und wie empowering Geburt einfach auch sein kann und wie kraftvoll es einfach sein kann. Also auch hier wieder für meine Vorbereitung für die Geburt, Geburtsgeschichten anzuhören von anderen Frauen, ist einfach so magisch. Und es können auch inspirierende Geschichten sein, die aus dem Krankenhaus kamen. Ja, da gibt es bestimmt auch Podcasts. Ja, aber in dem Fall, ja, dann habe ich auch noch im deutschen Rahmen gibt's Birth Gossip von der Antonia Ungar. Da hast du, die hatte ich ja auch im Podcast. Und die hat auch einen Podcast, wo sie Frauen zur Hausgeburt oder zur Frei- oder Alleingeburt quasi interviewt, auch super inspirierend, also es ist quasi so, ne, so der Podcast nochmal auf Deutsch auch, würde ich dir auch empfehlen, also einfach die Geburtsgeschichten, weil da hörst du auch einfach von so vielen Frauen, wo Geburt halt einfach funktioniert, ja, weil ganz, ganz oft, wie gesagt, wir sind damit groß geworden, dass Geburt irgendwie ja nicht funktioniert, dass irgendwie
scary ist und dass das irgendwie nicht so richtig sicher ist, ja, zu gebären. Und das ist halt der Gegenbeweis bei, und wenn du dir dann so 200 Geburtsgeschichten anhörst, also das macht natürlich was mit deinem Unterbewusstsein, ja. Dann habe ich natürlich auch viel meditiert, ich habe visualisiert, viele haben mich auch gefragt, ob ich so Hypnobirthing gemacht habe. Ich habe es versucht, ehrlich gesagt, also ich bin überhaupt nicht reingekommen in Hypnobirthing, ich fand das irgendwie so, ich fand das zu kontrolliert und zu brav. Also ich finde das bestimmt, ich finde das super und ich finde auch, das sollten Frauen auf jeden Fall ausprobieren und gucken, ob es funktioniert. Für viele hat es ja auch mega cool schon funktioniert, aber ich war so, ich musste eher so, ich musste so meinen Körper einfach machen lassen und ich musste Geräusche von mir geben und ich konnte da nicht so auf so eine ganz bestimmte Atmung mich fokussieren oder sowas, sondern mein Körper hat einfach für mich geatmet. Ja. Also das war einfach nicht mein Ding, komischerweise, weil ich ja Hypnose auch in meiner Arbeit nutze und ich liebe Hypnose im Generellen. Ja, finde ich das ein sehr, sehr, sehr hilfreiches Tool. Aber in dem Fall kann ich dir da leider nichts empfehlen, aber da gibt es ja genug und das sollte jeder einfach auch für sich ausprobieren. Genau, aber so habe ich mich halt quasi auch auf die Geburt vorbereitet, mit diesen Geburtsgeschichten vor allen Dingen und mit diesen wunderbaren Büchern, die ich gelesen habe und einfach mit sehr, sehr, sehr viel kritischem Hinterfragen von allem dem, was uns gelehrt und erzählt wird aus dem System, medizinischen System. Und glaub mir, ich liebe die moderne Medizin. Ja, also ich glaube auch in ganz, ganz, ganz wenigen Fällen ist Geburt auch etwas, wo das wirklich ein Fall für die moderne Medizin ist. Und dann bin ich auch extrem dankbar dafür. Aber ich finde halt, es ist wirklich nur für ganz, 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 ganz kleiner Prozentsatz und nicht, wie es in so vielen Orten, Ländern, Krankenhäusern abläuft, dass das von vornherein so, oh Gott, und dann kam der liebe Onkel Doktor und hat mir das Leben gerettet, weil mein Körper war ja nicht fähig zu gebären und ich denke so, whatever, ja. Genau, so. Es ist eine lange Folge geworden, das war ja klar. Ich würde natürlich super gerne deine Meinung dazu hören. Schreib mir super gerne, ob dich die Folge inspiriert hat. Schreib mir auch gerne, wenn dich die Folge hart getriggert hat. Schreib mir, wenn du irgendetwas zu sagen hast. Aber erinnere dich auch immer daran, dass ich deine Meinung genauso respektiere. Also wenn du mir jetzt irgendwie eine Hate-Nachricht schreiben willst oder sowas, dann würde ich dich bitten, das zu lassen, weil ich bin auch gerade Mama geworden und bin natürlich nach wie vor, so wie jede Mama, gerade in einem Space, dass ich trotzdem auch verletzlich bin. Und ich finde, wir dürfen alle menschlich miteinander sein, weil es kam natürlich auch bei den letzten Podcast-Episoden so ein bisschen Hate, so, how dare you, wie spinnst du? Und dann natürlich Menschen, die getriggert waren und, weißt du, wir brauchen die Ärzte, um unsere Kinder zu gebären, so quasi. Und das ist einfach, wir brauchen nicht derselben Meinung sein und du kannst mir gerne konstruktive Kritik geben, du kannst mir gerne deine Liebe da lassen, deine Meinung da lassen, aber kein Hate, kein Bock darauf. Ich lese es eh nicht. Genau. Oder ich überfliege es und wenn ich dann sehe, dass es Hate ist, dann also spar es dir. Ja? Genau. Ich danke dir von Herzen, dass du hier bist, dass du hier mit mir den Podcast Podcast-Journey gehst und dass du dir hier die Zeit heute genommen hast. Ich hoffe, es hat dich inspiriert, vielleicht auch einfach deine eigene Geburt, vielleicht auch sogar nochmal zu reflektieren. Ich denke auch, dass wir auch unsere Geburten, wenn die vielleicht nicht so gelaufen sind, wie wir es wollten, dass wir die auch verarbeiten, dass wir das heilen, dass wir das dann natürlich auch loslassen. Vielleicht möchtest du deine eigene Geburt auch nochmal feiern, weil ich glaube, das ist so etwas Individuelles, Einzigartiges und so etwas Großartiges, Wunder, Wunder, Wunderschönes. Ja, ich bin jetzt hier weiterhin in meiner Wochenbett-Bubble quasi. Es ist einfach eine wunder, wunderschöne Zeit, sehr verletzlich, sehr so wow, crazy. Also das ist einfach ein ganzer Shift von Mama, von Nicht-Mama sein zu Mama sein. Und boah, also ich merke da auch gerade, dass ich da auf jeden Fall noch mittendrin bin in dieser Transformation. Und ich bin so dankbar für diese Erfahrung. Und gleichzeitig bin ich in dem verletzlichsten Ort, in dem ich jemals war. Und ich glaube, für jede andere Mama, ihr könnt das auch nachvollziehen. Ne? Das ist schon, also darauf kann uns keiner vorbereiten. Auf diese Liebe kann uns keiner vorbereiten. Auf diese Erfahrung kann uns keiner vorbereiten. Das muss man einfach selbst erleben. Und von daher. Genau, ich hoffe sehr, es hat dir gedient heute und ich schicke dir jetzt ganz viel Liebe in deinen Tag oder in deine Nacht. Always remember, the best is yet to come. Deine Nicole.